auch wenn man nicht selber abhängig ist, aber handelt und also auch verkauft, ist man ja also in diesem Setting drin. Das heißt, also der Richter kann auch durchaus sagen, ich möchte, dass du in eine Beratungsstelle gehst und mit den Sozialarbeitern dort wirklich mal klärst, was ist bei dir, was passiert hier gerade, warum ist deine Kriminalität in dieser Richtung und was kannst du tun, damit es sich verändert. Das kann der Richter durchaus machen, dass er den Jugendlichen in die Beratungsstelle schickt, um dort wirklich Beratungsgespräche wahrzunehmen. Das Login hat verschiedene Angebote und da kommen wir genau zu dem Thema, also gerade für erstauffällige Straftäter, für konsumierende Jugendliche, die dort die Möglichkeit haben, auch an Kursen teilzunehmen, an Gruppen teilzunehmen, die sich damit beschäftigen, genau in die Details zu gehen, warum bin ich süchtig, was kann ich ändern, wo kann mein Weg auch hingehen ohne Drogen und das in jeder Facette. Also auch wenn jemand nicht selber drogenabhängig ist, aber gefährdet ist, kann er also durchaus auch dort in die Beratung gehen. Ich kenne auch ein Beispiel von einem ehemaligen Jugendlichen, der diese Kronzeugenregelung auch angenommen hat und danach sehr stark bedroht wurde von denen, die er dort verraten hat. Die haben also ihre Haftstrafen auch bekommen, er hat eine Milderung bekommen und im Jugendstrafrecht ist es so, dass man keine neue Identität bekommt, dass man also wirklich auch im normalen Leben bleibt und damit rechnen muss, mit denen, die man dort verraten hat, irgendwann wieder in Kontakt zu treten oder dass die den Kontakt suchen. Das heißt, in dem Fall, den ich jetzt hier aufzeige, ist es so gewesen, dass der Jugendliche damit sehr stark zu kämpfen hatte und man nicht genau weiß, ob seine Psychose, die sich dann entwickelt hat, auch daraus abgeleitet hat. Er musste also auch medizinisch behandelt werden, ist heute immer noch in Behandlung, weil das so eine massive Bedrohung für ihn war, mit der er nicht umgehen konnte als Jugendlicher.